Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung in unserer Reihe Hamburg 2030, in der wir uns heute mit der Frage beschäftigen wollen, wie viel Tourismus verträgt die Stadt? Mein Name ist Birgit Glaner, ich leite das Veranstaltungsprogramm der Körperstiftung und ich wollte, bevor wir anfangen, erstmal eine Frage an Sie richten zum Aufwärmen. Wer von Ihnen war am letzten Wochenende beim Hafengeburtstag? Na ja. Also wenn ich Sie dann als den statistisch repräsentativen Durchschnitt aller Hamburgerinnen und Hamburger betrachte, dann würde ich sagen, ist dieses Großevent doch überwiegend eine Touristenattraktion. Wir werden sicherlich in der Diskussion gleich noch darauf zurückkommen und konkrete Zahlen hören. Hans Magnus Enzensberger soll einmal gesagt haben, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Da können wir zunächst natürlich erst einmal fragen, was sucht er denn, wenn er nach Hamburg kommt? Sehenswürdigkeiten wie die Elbphilharmonie, den Michel oder die Reeperbahn? Eigentümlichkeiten wie Lapskaus und Fischbrötchen? Den Geist von Störtebeker oder Johannes Brahms oder eben doch die Begegnung und den Austausch mit Hamburgs Bürgern auf der Straße und in den Quartieren. Und dann ist ja auch interessant zu fragen, was er bestenfalls findet. Ein auf Hochglanz poliertes Abziehbild einer auch vom Tourismus lebenden Stadt, die Bestätigung vorgefertigter Klischees, die beispielsweise Persönlichkeiten wie Ale Dieter, Olivia Jones oder Jan Fedder so liebevoll bedienen. Oder etwas, das jeder Einzelne ganz individuell mit nach Hause nimmt als typisch hamburgisch. Also ein Geruch, den Wind oder ein ganz persönliches Erlebnis. Und überhaupt, was wird denn eigentlich durch den Tourismus zerstört? Die ohnehin schon überlastete Infrastruktur? Oder die Seele der Stadt oder einzelner Quartiere, wenn etwa Billigbars die Nachbarschaftscafés verdrängen oder Hotels statt Wohnungen gebaut werden. Und wo beflügelt andererseits ein florierender Tourismus nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch das Image und damit letztendlich ja auch die Lebensqualität für uns alle in dieser Stadt? Ist der Tourismus also, und das ganz besonders im Hinblick auf die Zukunft, eher ein Segen oder mehr ein Fluch für Hamburg? Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit unseren Gästen Julia Staron, Sascha Albertsen und Norbert Hackbusch, die ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüße. Sie werden Ihnen gleich noch von unseren beiden Moderatoren Daniel Kaiser und Eva Niemela näher vorgestellt. Daniel Kaiser kennen Sie vermutlich bereits, er moderiert heute zum dritten Mal die Reihe Hamburg 2030, die wir in Kooperation mit NDR 90,3 und dem Hamburg-Journal bereits seit 2011 ganz regelmäßig veranstalten. Daniel hat, wenn ich das so sagen darf, als Hans Dampf in allen Hamburgs Gassen das Ohr immer ganz dicht am Puls der aktuellen Themen dieser Stadt. Und bei Hamburg 2030 geht es ja immer darum, nachzuspüren, wo denn gerade der Schuh drückt und gemeinsam mit Ihnen und unserem Podium nachzudenken über Zukunftsperspektiven, die ja im Hinblick auf 2030 gar nicht mehr so fern sind. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich Ihnen heute hier auf der Bühne mit meiner Kollegin Eva Niemela ein neues Gesicht vorstellen darf. Eva arbeitet hier in der Körperstiftung im Bereich Demokratie, Engagement und Zusammenhalt, wo auch das Projekt Hamburg besser machen beheimatet ist, ein Bürgerbeteiligungsprojekt, in dem wir Lösungsvorschläge für die Probleme unserer Stadtgesellschaft erarbeiten. Vielleicht haben Sie davon ja auch schon gehört. Außerdem leitet Eva Niemela das bundesweite Netzwerkprogramm Engagierte Stadt zur Förderung kommunaler Engagementstrukturen. Ich glaube also, Sie, liebe Frau Staron, lieber Herr Albertsen, lieber Herr Hackbusch, sind in den besten Händen, wenn ich jetzt die Bühne frei mache und uns allen eine lebhafte und engagierte Diskussion wünsche, die Sie wie immer natürlich nachher bei einem Getränk draußen im Foyer noch fortsetzen können. Und wenn Sie dann dabei auch noch Lust haben, mit Ihrem Smartphone uns ein kurzes Feedback zu geben zur heutigen Veranstaltung, dann freue ich mich besonders. Vielen Dank.
Ah, da steht sogar mein Name. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, bevor es losgeht. Das ist keine normale Podiumsdiskussion, sondern wir bei NDR 90,3 schneiden diese Diskussion mit. Es ist also eine Radiosendung, man hört alles, auch exotische und exotistische Klingeltöne. Also falls Sie noch Ihr Handy noch auf laut gestellt haben, mindestens bitte auf leise. Aber die Diskussion wird bestimmt so spannend, da wollen Sie gar nicht ans Telefon gehen. Also Flugmodus ist der Modus der Wahl. Die Sendung wird, wie gesagt, mitgeschnitten und eine 55-minütige Version hören Sie dann am Mittwochabend bei NDR 90,3. Wir haben nicht nur jeden Tag, den Gott werden lässt, ein Kulturjournal, sondern auch hier einmal in der Woche ein Kulturjournal-Spezial. Und diese Woche, also eine einstündige monothematische Sendung, und diese Woche geht es darum, Hamburg 2030, wie viel Tourismus verträgt die Stadt? Damit es in der Sendung nicht aseptisch-klinisch klingt, sondern nach Live-Sendung, nach Publikum und nach Menschen, möchte ich Sie bitten, dass wir gleich, wenn die Sendung losgeht, einmal Applaus aufbranden lassen, sodass man hört, da sind lebende Menschen, da brummt es im Körperforum. Wir probieren das mal. Ich sage nachher heute aus dem Körperforum mit Daniel Kaiser und Eva Nemela. Guten Abend. So machen wir es, und ich würde sagen, jetzt geht's los. Kulturjournal Spezial. Wie viel Tourismus verträgt die Stadt? Darum geht es heute im Körperforum in unserer Zukunftsreihe Hamburg 2030. Immer mehr Touristen besuchen Hamburg, und die bringen nicht nur Geld und Arbeitsplätze, sondern manchmal auch Probleme mit. Wird die Stadt langsam zu einem zweiten Barcelona, in dem Touristen schon längst nicht mehr herzlich willkommen sind? Welche Touristen wollen wir in Hamburg haben und wie bekommen wir sie? Darum geht's jetzt im Kulturjournal-Spezial, heute aus dem Körperforum mit Daniel Kaiser und Eva Nemela. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hamburg wird als Reiseziel wirklich immer beliebter. Immer mehr Touristen kommen hierher, und das hat auch Folgen für das Leben in unserer Stadt. Wir haben mal in St. Pauli und an den Landungsbrücken nachgefragt. Nerven tut es eigentlich, ehrlich gesagt, wenn man so eine Truppe hat von pauschal, sage ich mal, zwischen 20, 30 Iren oder Irländer, wenn die so ihren bestimmten Pegel erreicht haben, der dann so über ein bisschen drüber hinausgeht, und dann fangen sie an, so zu demolieren oder Leute zu beleidigen oder so Geschichten halt alles. Dann fängt es wirklich an, grenzwertig zu werden, sage ich mal. Ne? Wenn man als Mensch, der dort wohnt, irgendwie gerade auch als Frau für eine Prostituierte gehalten wird oder so, oder ich gefragt werde, wie teuer ich bin, wie viel ich koste, oder eben sich im Hinterhof aufzuhalten und mit Flaschen zu werfen, und eigentlich an meiner Hauswand zu pinkeln, da hört es auf. Da. Touristen gibt es nicht genug, weil sich die Welt anzugucken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber damit Fähre zu fahren, sitzen zu bleiben und die ganze Zeit im Kreis zu fahren, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach viel zu viel. Also ich bin letztens, als das Wetter so gut war, wurde man hier gar nicht mehr raufgelassen, und dann bin ich bis Altona gelaufen. Und in Altona dann halt dann da auf die Fähre. Da ging es dann wieder, ne? Ich finde es andererseits auch toll, dass sowas möglich ist, dass man mit einer Tageskarte von den öffentlichen Verkehrsmitteln so schöne öffentliche Verkehrsmittel hat. Ne, also wenn man mit der Familie unterwegs ist am Wochenende, Fahrradtour irgendwie hier rüber möchte auf die andere Elbseite, und man kommt nicht auf die Fähre, weil sie einfach zu voll ist, oder einen Termin hat auf der anderen Seite, man kommt nicht mit oder es ist einfach zu voll. Nervt, na klar. Ah, wir wollen heute mit Fachleuten diskutieren, wohin die Reise geht in Sachen Hamburg-Tourismus. Sascha Albertsen von Hamburg Tourismus GmbH ist bei uns, und wir haben es gesehen, schon jetzt wird es an manchen Stellen dreckig und eng. Verträgt Hamburg noch mehr Urlauber? Ja, erstmal moin und guten Abend in zweite Runde. Vielen Dank auch für die Einladung, dass wir heute mal in den Dialog kommen und zu dieser Einstiegsfrage und diesem ersten Stimmungsbild, glaube ich, muss man attestieren, dass es ja auch Phasen und Orte gibt in unserer Stadt, die intensiv besucht werden, auch immer stärker nachgefragt werden.
Die Frage, die sich daraus natürlich ableitet, ist, wie kann man das möglicherweise verändern, wie kann man Einfluss nehmen und ja, welche Bedeutung hat der Tourismus auch im Positiven für diese Stadtentwicklung? Da sind wir als Hamburg Tourismus GmbH schon der Auffassung, dass im Grundsatz eine positive Tourismusentwicklung auch positiv für die Lebensqualität der Menschen ist, die hier leben. Und das ist unsere Motivation. Und vielleicht glauben Sie mir direkt zu Beginn, dass diese Jagd nach den Rekorden immer höher, schneller, immer weiter, dass diese Spirale der Superlative sich auch aus unserer Perspektive ins Leere dreht und wir daher sehr viel Wert darauf legen, mehr und mehr auch auf Qualität zu achten. Und was man hier raus, das möchte ich vielleicht schon direkt sagen, gehört hat, ist ja vor allen Dingen eins: Es geht gar nicht immer nur um zu viel, sondern es geht vor allen Dingen um das Verhalten der Menschen. Wie verhalten sich eigentlich die Menschen? Und ich sage bewusst die Menschen, nicht nur die Gäste, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Und das könnten ja vielleicht auch die Hamburger selbst sein. Vom Verhalten von pinkelnden Partytouristen und von Studiosos Reisegruppen, da kennt Frau Staron sich gut aus. Frau Staron ist unter anderem Quartiersmanagerin in St. Pauli und hat in dieser Funktion und in vielen anderen, die sie in St. Pauli einnimmt, auch schon so einiges erlebt. Frau Staron, wie sieht denn Ihr Bilderbuchtourist aus? Mein Bilderbuchtourist, also auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also Bilderbuchtourist ist eigentlich derjenige, der sich auch wie ein Gast verhält. Wir haben ganz oft immer versucht, denen klarzumachen, dass man Gastgeber sein kann, wenn der Gast sich dann eben auch wie ein Gast verhält und benimmt. Und dazu gehört vielleicht nicht unbedingt das Pinkeln an die Häuserwand. Und dazu gehört auch nicht das Werfen von Flaschen oder das laute Gegrüle in einer Wohnstraße. Ich meine, St. Pauli ist natürlich ein Ort von Freiheit, wo auch viel mehr möglich ist als vielleicht in anderen Städten in Deutschland. Aber dennoch haben wir Wohnstraßen und wir versuchen eben mit unseren Möglichkeiten, die Gäste dieses Viertels vermehrt darauf aufmerksam zu machen, dass auch hier die Bewohner und Bewohnerinnen Respekt verdienen. Ja. Norbert Hackbusch sitzt für die Linke in der Bürgerschaft. Ich sag mal, Hamburg ist ja so schön. Manche sagen, die schönste Stadt der Welt. Sollte da nicht jeder kommen dürfen, der will? Urlauber bringen Geld und Arbeitsplätze mit. Ja, einen schönen guten Abend erst einmal. Hamburg ist schön und jeder soll kommen. Nur alle müssen sich natürlich auch ein bisschen die Regeln handeln. Ich selber wohne im Schanzenviertel und muss sagen, der Tourismus hat 2, 3 sehr negative Auswirkungen. Das erste ist, es ist unendlich teuer bei uns geworden. Zweitens, es ist unheimlich voll geworden, weil unheimlich viele zusätzliche Hotels vorhanden sind, Airbnb und so weiter. Das merkt man auch direkt auf der Straße. Und es ist wirklich auch dreckiger geworden, also Pinkeln und so weiter. Das ist durchaus ein Phänomen, was wir gegenwärtig kennen. Und dementsprechend streite ich mich gerne mit der Hamburg Tourismus GmbH, weil die als solches immer sagt, es ist toll, wenn wir jeden zusätzlichen Tourist, ist unheimlich gut für diese Stadt. Und ich sage, nein, wir müssen das in gewisser Weise gut überlegen, was hier vernünftig ist und was nicht. Und dazu gehört sowohl die Sache im Schanzenviertel, dass es zu voll dort ist, wie auch solche Auseinandersetzungen wie mit den Kreuzfahrtschiffen, wo ich mich gerne mit der Hamburg Tourismus GmbH mal streite darüber, ob das eigentlich sinnvoll ist für die Stadt in dieser Masse, das zu haben. Und darum soll es heute Abend genau um diese Dinge gehen. Wohnen, Kreuzfahrt, alle diese Dinge. Doch bevor wir tiefer einsteigen darin, wie ein sinnvoller Tourismus in Hamburg aussieht oder aussehen kann, schauen wir uns doch erstmal an, wie denn der Tourismus in Hamburg heute aussieht. Von welchen Zahlen sprechen wir denn da? Wie viele Touristen kommen eigentlich nach Hamburg und wer kommt da? Herr Albertsen. Jetzt könnte ich Sie mit einem wahrscheinlich 60-minütigen Monolog langweilen über die Zahlen, aber gucken wir uns mal die wichtigsten Fakten an. Im letzten Jahr hatten wir knapp 7 Millionen Gäste, die hier 14 Millionen Übernachtungen getätigt haben. Das heißt, jeder Gast bleibt etwa 2 Tage. Und wenn wir uns das mal in Wachstumszahlen angucken, damit man das ein bisschen besser greifen kann, dann haben wir im letzten Jahr einen Zuwachs von 5% gehabt. Was bedeutet das eigentlich? Das sind pro Tag circa 1.900 Gäste mehr in der Stadt. Jetzt bin ich aber schon wieder so in dieser Situation, Ihnen gegenüber derjenige zu sein, der nur auf die Zahlen guckt. Wir gucken auch ganz genau auf die Zahlen, aber wir gucken insbesondere auf die Zahlen, um einordnen zu können, wie verhält sich das auch mit anderen Metropolen in der Besucherintensität und wie verhält es sich vor allen Dingen auch dann eben mit der Wahrnehmung in der Stadt. Und da hat man tatsächlich die Wahrnehmung, und ich finde, das wird heute Abend auch schon fast deutlich, dass 80% der Hamburger diese Tourismusentwicklung, diese positiven Zahlen gar nicht positiv finden. Wir
nehmen seit 2012 mittlerweile eine Marktforschung vor, indem wir die Hamburger Jahr für Jahr befragen. Und da haben wir das Bild, dass 8% der Hamburger sagen, das ist uns zu viel. Und das nehmen wir auch sehr ernst, aber da kommen wir auch später ja noch zu, soweit ich weiß. Insgesamt macht der Tourismus mittlerweile 8 Milliarden Euro Wertschöpfung aus in der Stadt. Davon profitieren ganz, ganz, ganz viele Bereiche, die Kultureinrichtungen, der Einzelhandel und andere. Und es sind 88.000 Beschäftigte, die mittlerweile hier in Hamburg im Tourismus arbeiten. Das sind nicht verlagerbare Arbeitsplätze, auch etwas, was in der heutigen Zeit sicherlich sehr wichtig ist. Und damit hat Hamburg sich in den letzten Jahren tatsächlich auch sehr stark verändert, indem die Nachfrage gewachsen ist. Und im letzten Jahr und in den letzten Jahren insgesamt sehen wir, dass der Tourismus, das weltweite Reisenaufkommen insgesamt deutlich zugenommen hat. Das gilt nicht nur für Hamburg, das gilt für im Prinzip das Reiseaufkommen weltweit. Und in Europa gehört Hamburg mittlerweile so zu den 12, 13 beliebtesten Metropolen. Allerdings auch noch mit deutlichem Abstand zu den stark besuchten Metropolen. In Deutschland sind wir an Position 3 nach Berlin. Die haben knapp 33 Millionen Übernachtungen, München knapp 17 Millionen Übernachtungen. Und die meisten Gäste kommen aus Deutschland, 75%. Und wenn wir mal aus dem Ausland schauen, woher kommen unsere Gäste, dann kommen die meisten Gäste aus dem Ausland, aus Dänemark, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA. Herr Albertsen, würden Sie sagen, dass die langjährig und mit großem Sehnen Eröffnung der Elfi, dass die Eröffnung der Elfi zu einer Veränderung im Wachstum oder einem Anstieg des Tourismus in Hamburg beigetragen hat? Was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass Hamburg weltweit wahrgenommen wurde. Und wir haben dort auch sehr fundiert analysiert in den letzten Jahren, wie bekannt ist Hamburg eigentlich weltweit? Und das haben wir nicht analysiert, weil wir danach streben, Weltstadt zu sein, sondern einfach, weil wir glauben, dass es gut und richtig ist, Hamburg weltweit als Wissensstandort, als Standort, wo man gut arbeiten und leben kann, zu positionieren, damit Hamburg auch weiter wachsen kann. Und daraus, aus dieser Analyse wurde ganz klar deutlich, dass Hamburg weltweit deutlich weniger bekannt ist, als man das wirklich meinen würde. Also egal, ob man jetzt nach Amerika schaut oder nach China, Hamburg ist weltweit sehr, also kaum bekannt. Und mit der Elbphilharmonie ist es gelungen, tatsächlich einmal das Scheinwerferlicht auf Hamburg zu richten mit einem ganz tollen Thema, nämlich mit einem Thema Kultur. Und Hamburg jetzt auch in diesem Themenfeld stärker sichtbar zu machen und damit auch die hiesige Kulturszene zu fördern, das hat schon dazu beigetragen, auch dass Hamburg von anderen Gästen wahrgenommen wird und auch angesteuert wird. Also das nehmen wir schon wahr und sind auch der Auffassung, dass die Elbphilharmonie aber nicht nur für sich alleine steht, sondern insgesamt für die Stadt und das breite Kulturangebot. Mhm. Und daran arbeiten wir auch, dass dieser Scheinwerfer nicht nur auf die Elbphilharmonie gerichtet ist jetzt, sondern dass das abstrahlt auch auf andere Einrichtungen, andere Kultureinrichtungen und auch auf andere Stadtteile. Als die Elbphilharmonie noch eine Vision, ein schwacher Traum war, da strahlte schon ein heller Scheinwerfer auf St. Pauli. Der Staron, St. Pauli ohne Touristen wäre doch eigentlich total öde, oder? Wie wichtig sind Touristen für St. Pauli? Also wenn man ganz ehrlich ist und das historisch betrachtet, würde es St. Pauli ohne Touristen nicht geben. Mhm. Weil St. Pauli fußt auf Seefahrt und auf Seeleute, die diesen Stadtteil besucht haben oder diesen Vorort besucht haben, um da ihre Heuer auszugeben. Und die Bewohner des Hamburger Berges, wie dieser Ort ja mal hieß, die waren aufgrund ihrer prekären Lage vor den Toren der Stadt immer darauf angewiesen, existenziell sich was einfallen lassen zu müssen. Und als die Dampfschiffe kamen, Anfang des 19. Jahrhunderts, dann haben die Bewohner dieses Ortes gesagt, das passt, die kommen mit Heuer und wir nehmen die ihn ab. Und dann kam noch der Bau des alten Elbtunnels, damit waren die Hafenarbeiter auch da und die kamen mit ihren Lohntüten und so entstand das Amüsierviertel St. Pauli. Ansonsten, aber sie kamen nicht mit Harley Davidson und mit Hossa? Nö, aber natürlich war St. Pauli für eine hart arbeitende Bevölkerung ein Ort, wo man dann einfach auch feiern konnte. Also ich sage mal, das Feiern und der Alkohol und die langen Nächte und in den Seilen hängen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt, woher das kommt, das Seilen hängen, weil man die St. Pauli-Wirte haben durch ihre Kneipen Seile gespannt.
weil die meisten sich ja kein Hotel oder keine Herberge leisten konnten. Dann konnte man sich nach dem Vollsuff da drüber hängen. Ja, daher kommt der Begriff. Und wenn der Wirt morgens dann sauber machen wollte, hat er die Seile gekappt und dann lagen alle auf der Nase. Nein, also St. Pauli ist einfach, wie gesagt, die Grundexistenz dieses Ortes hat genau damit zu tun, mit einer, ich sag mal, mit einem einfachen Kulturangebot, mit dem Versprechen von Freiheit, dem Versprechen von davon, dass die harte Arbeit hinter sich zu lassen. Und ja, und viele, viele von diesen Seeleuten sind ja auch geblieben. Mhm. Herr Hackbusch, Sie hören, Tourismus steckt in der DNA von St. Pauli und auf der anderen Seite hören Sie von Herrn Albertsen, wir wollen gar nicht höher, schneller, weiter, sondern wir wollen qualitative Touristen, einen qualitativen Tourismus. Was macht das mit Ihnen? Wie erleben Sie das? Naja, jetzt fangen wir mal an mit St. Pauli, wo man die Schwierigkeiten ja auch sieht. Man muss ja auch sehen, welche Auswirkungen das hat, dieser Tourismus und die steigenden Preise. Und wenn man sich das genau anguckt, hat man ja die Befürchtung davon, dass eigentlich das, was die DNA von St. Pauli ist, durchaus gefährdet ist. Die hohen neuen Preise gefährden solche Clubs wie Molotow oder so einen Laden wie Kogge gegenwärtig durchaus direkt auch. Ja, Kogge ist die ein Gefahr Hotel. Ja gut, also, also trotzdem. Ja, aber das ist ja ein sehr spezielles Hotel, also was ja auch eine besondere Geschichte auch hat. Mhm. Und die Gefahr davon ist natürlich, dass diese neue Art und Weise von so vielen Touristen und auch die Gleichförmigkeit, die dann da ist, natürlich das, was eigentlich den Charme ausmacht von St. Pauli und die Vielfalt, doch zu einem etwas allerlei zu machen. Mir selber geht es so, dass ich, wollen wir mal sagen, das ist natürlich auch vielleicht mit Alterssachen verbunden, mittlerweile über die Reeperbahn gehe und das ziemlich langweilig finde. Im Verhältnis, dass ich das früher sehr viel spannender fand, aber das ist nicht nur eine Alterserscheinung, sondern das merke ich auch bei vielen anderen. Und die Gefahr ist immer, dass wir das auch vernichten mit dem gegenwärtigen neuen Touristen, was eigentlich die große Begeisterung auch ausgemacht hat. Ja. Kleine Clubs, die in Nischen existieren können mit wenig Geld. Frau Staron dazu? Ja, also, aber da, ich habe jetzt zwei Worte gehört. Einmal die Vielfalt. Zur Vielfalt gehört das Molotow, aber eben auch das Schmidt-Theater und auch das Musical. Also das ist Vielfalt in unserem Leben, das ist Vielfalt unserer Gesellschaft. Und ich sehe tatsächlich jetzt weniger die Not, dass, dass bestimmte Betriebe oder Betriebsarten gefährdet sind durch einen Tourismus. Also bei einem Hotel wie die Kogge wäre das etwas widersprüchlich, weil dort Bands übernachten, die in anderen Clubs auftreten. Auch ein Molotow wird ein Anteil Touristen haben, vielleicht keine US-amerikanischen Besucher, aber durchaus Besucher aus der Metropolregion, die dort die Konzerte besuchen. Mir persönlich wäre das so einfach, da den einen Touristen zu benennen oder den Tourismus an sich zu benennen, der da was gefährdet. Wir haben eine Mietpreissteigerung auf St. Pauli zu verzeichnen. Ja, die ist eklatant und die gefährdet auch. Ob man die per se dem Tourismus zuzuschreiben hat, weiß ich jetzt nicht. Weil da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Faktoren, die darauf wirken und die vielleicht manchmal sogar auch noch extremer wirken als die Tagesbesucher zum Beispiel. Ich meine, St. Pauli hat 23 Millionen Tagesbesucher, wozu natürlich auch die Hamburger zählen, die auch mehrfach kommen. Also nur mal das so vom Gefühl. Für diesen kleinen Ort ist das viel. Aber wir haben eben in der kulturellen Betrachtung momentan noch eine große Vielfalt an Angeboten. Ansonsten würden ja auch nicht so viele Leute kommen. Aber die Gefahr davon ist, mir geht es ja nicht darum, dass ich auf die Idee komme, jetzt zu sagen, es darf kein Tourismus mehr nach Hamburg kommen. Mhm. Es geht ja darum, wollen wir sagen, die zusätzlichen Steigerungsformen und ob es gegenwärtig schon Gefährdung gibt. Und nach meiner Meinung gibt es gegenwärtig Gefährdung von bestimmten Ecken, sowohl durch die höheren Preise, wie auch, wollen wir sagen, und das betrifft sowohl so etwas wie das Molotow, das betrifft aber eben auch, wollen wir sagen, Handwerkshöfe wie an der Bernstorffstraße oder so, die einfach durch die neuen Preise, und die werden mitbefeuert durch den Tourismus, gefährdet sind. Und das macht eigentlich das kaputt, was eigentlich das Tolle ist an Hamburg und weswegen auch Hamburg ja attraktiv ist. Die Gefahr muss man einfach immer sehen. Das ist mir nur das Wichtige. Und das muss man in seinen Überlegungen mit berücksichtigen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand sagt, alle Touristen sollen raus aus der Stadt. Oder das würde irgendetwas lösen. Das ist ja unsinnig. Aber immer weiter, immer stärker, immer mehr, das halte ich für die falsche Idee. Herr Albertsen,
Herr Albert, sind Tourismus gefährdet Biotope in Stadtteilen? Was ist das Teil Ihrer Strategie? Berücksichtigen Sie das? Sind Sie da sensibel in den Stadtteilen, ausreichend sensibel unterwegs? Also zunächst einmal auch zu Herrn Hackbusch. Ich glaube, Sie finden in uns einen gerne auch streitbaren Dialogpartner, der sich das genau anguckt und das auch genau analysiert, was da gerade passiert, damit in Hamburg eben nicht das passiert, was wir in anderen Metropolen feststellen, dass am Ende eine Stadtentwicklung sich zeigt, die sich ausschließlich an den Bürgern beziehungsweise ausschließlich an den Gästen orientiert. Genau das wollen wir eben nicht, sondern für uns schafft Tourismus Lebensqualität und wir müssen die Tourismusentwicklung zunächst einmal orientieren an den Bedürfnissen der Einwohner. Und wenn wir feststellen, da gibt es Konflikte, dann müssen wir das nicht nur ernst nehmen, sondern müssen schauen, wie können wir das Veranstaltungsgeschehen entzerren, wie können wir gemeinsam Hilfe zur Selbsthilfe mit solchen wunderbaren Initiativen wie mit Reeperbahn schauen, dass wir das Verhalten verändern. Da müssen wir dran arbeiten. Aber wo ich wirklich warnen möchte, ist diese pauschale Argumentationskette, alles, was wir negativ finden am Leben in unserer Stadt. Es ist manchmal zu voll in den U-Bahnen, es ist manchmal zu dreckig und auf der Reeperbahn ist es zu laut und die Preise steigen und insgesamt ist alles manchmal auch schwierig, das pauschal in den kausalen Zusammenhang mit dem Touristen zu stellen. Das sehen wir dann doch ein bisschen anders, weil es gibt so ganz pragmatische Erfahrungen. Wir sind zum Beispiel im Austausch auch mit anderen Metropolen wie Amsterdam. Und fragen Sie mich bitte nicht, auch später nicht, wie Sie das erhoben haben, aber die Kollegen in Amsterdam haben mal erhoben, wer in Amsterdam tatsächlich in die Grachten pinkelt. Entschuldigung, sehr geschmackloses Thema, aber der überwiegende Anteil derer, die sich dort falsch verhalten haben, waren nicht die Gäste, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und ich möchte auf der anderen Seite auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir das nicht ernst nehmen. Das tun wir, auch über vielfältige Maßnahmen. Aber er steht dem halt auch entgegen, welche positiven Entwicklungen gerade Tourismus auch für Stadtteilentwicklung und Stadtentwicklung eben schaffen kann. Das sehen wir gerade auch mit den Bestrebungen, die wir versuchen in Harburg oder auch Bergedorf umzusetzen oder auch in neuen Stadtteilen wie der Hafen City oder auch Hammerbrook, wo jetzt tatsächlich durch Tourismus eine ganz andere Gästefrequenz. Darüber wollen wir auch im weiteren Verlauf dieser Diskussion sprechen, gerade die Stadtteile. Gerade die Stadtteile schauen wir uns nochmal an, okay. Aber jetzt möchte ich gerne anknüpfen an Ihre Aussage, dass Sie den Tourismus an den Bedürfnissen der Hamburger Bürger ausrichten möchten. Und da haben wir ja das Glück, eine Menge Hamburger Bürger hier zu haben. Mein Kollege Daniel Kaiser wird jetzt zu Ihnen kommen. Sie haben jetzt die Chance, Fragen zu stellen an unsere Experten auf der Bühne. Meine Bitte ist, wir zeichnen die Sendung auf, nennen Sie Ihren Namen, nennen Sie gern den Stadtteil, aus dem Sie kommen und dann halten Sie Ihre Frage sehr kurz. Ich gebe das Mikrofon aber nicht aus der Hand. Alte Reporterin. Genau. So, deshalb muss ich mich hier mal durchquengeln. Genau. Ja, mein Name ist Jörn Josefi. Ich komme aus Ottensen. Es ist bislang ja nur über die Reeperbahn und letztendlich die Schanze gesprochen worden. Und ich kann für mich nur sagen und meinen Stadtteil und viele andere, Hamburg vermüllt von Jahr zu Jahr mehr. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen nachher ein paar Bilder zeigen. Und ich sage Ihnen auch ganz kurz, was ich versuche zu ändern, wenn es viele Pflastersteine sind in der Ottenser Hauptstraße, das ist die Hauptstraße, Haupteinkaufsstraße, oder gucken Sie sich den Altonaer Busbahnhof an. Was ich dort höre, es ist niemand zuständig. Ich habe von einem Juso, der sich da reingehängt hat, der hat mir gesagt, das ist ganz kompliziert mit diesem Busbahnhof. Da ist die Bahn mit drin, der HVV, die S-Bahn und letztendlich natürlich auch noch der Bezirk. Sprich, sind das denn die Touristen, die das vermüllen? Nein, aber auf die Touristen macht es einen unheimlich negativen Eindruck. So rum, okay. So rum, ja. Und ich möchte gar nicht jetzt irgendwelche Fragen stellen. Ich kann nur sagen, dass die Tourismuszentrale letztendlich gegen den Müll und gegen den Zustand in der Stadt an ganz vielen Orten mehr machen müsste. Herr Albertsen, Hamburg-Ottensen soll schöner und sauberer werden. Kann ich nur zustimmen. Was können Sie dafür tun? Und was können Sie dafür tun als Hamburg-Tourismus? Gar nicht. Was können wir dafür tun als Hamburg-Tourismus? Ich kann dazu sagen, dass es glücklicherweise ein breites Geflecht von Institutionen gibt, die sich mehr und mehr auch um Qualität in den Stadtteilen bemühen. Insbesondere auch die Institutionen, die
unsere Stadt auch aus Perspektive der Gäste und auch Gastgeber betrachten. Und da spielt das Thema Sauberkeit in der Tat nicht nur in Ottensen und Altona schon eine große Rolle. Und da ist zum Beispiel unser Tourismusverband, also die politische Interessensvertretung, die wir haben, sehr engagiert dafür, sich einzusetzen, dass insbesondere an den Orten, zunächst einmal dort, wo viele Gäste sind, und es sind glücklicherweise auch mehr und mehr Gäste, ja auch nicht nur in Mitte, sondern auch in anderen Stadtteilen, da die Politik auch darauf hinzuweisen und auch mit der Stadtreinigung beispielsweise in den Dialog zu treten, um zu sagen, was kann man da tun, um da wirklich kurzfristig Abhilfe zu leisten. Eine weitere gut. Frage. Gerne okay. Ihren Namen und Ihren Stadtteil. Hein Hocker, ich wohne in Wilhelmsburg. Bei uns tritt der Tourismus ja eigentlich nur so peakweise in Erscheinung. Also wir haben keinen gleichmäßig hohen Tourismuspegel. Ein Müllproblem haben wir auch. Besonders wenn Samstags Party war, wird über Nacht nicht sauber gemacht. Das ist ganz typisch wilhelmsburgisch. Ansonsten ist das Müllniveau dort natürlich nicht sehr niedrig. Das kann sich ja jeder angucken. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich finde Touristen geil, außer wenn sie mit dem Kreuzfahrtschiff kommen. Denn die Kreuzfahrtschiff-Touristen, die Hamburg feiert ja gelegentlich, dass 6 oder 8 Kreuzfahrtschiffe zugleich im Hafen liegen. Da möchte ich immer die Wände hochgehen. Ne? Ich habe mir das, ich glaube, das war im vorvorigen Jahr, als so eine große Auslaufveranstaltung war, mit Blaulicht auf allen Kanälen vom Energieberg aus angeguckt. Es war grauenvoll. Der Kreuzfahrttourist ist nämlich, er schlüpft nämlich bei Herrn Albertsen durch die Zählung. Der bleibt keine 2 Nächte in Hamburg, auch keine eine Nacht, sondern gar keine Nacht, weil er, wenn er bleibt, auf seinem Schiff übernachtet. Was er uns aber hinterlässt, ist eine erhebliche Umweltbelastung. Jetzt will ich mal gar nicht noch mal auf den Müll rumhacken. Er hinterlässt uns Schadstoffausstöße, ein Kreuzfahrtschiff, so viel wie 400.000 Pkw. Da kann Jens Kerstan lange mit dem scharfen Schwert des Fahrverbots gegen ankämpfen. Da kommt er überhaupt nicht hinterher. Vielen Dank. Herr Albertsen. Herr Albertsen, ist der Kreuzfahrttourist Ihr Freund? Erstmal sind wir gerne Gastgeber, für alle Gäste, klar, keine Frage. Aber einmal als nicht faktischen Gegenpunkt, aber zur Ergänzung, in der Tat, die Kreuzfahrtentwicklung ist dynamisch in Hamburg. Wir hatten noch vor 11 Jahren 62.000 Passagiere, jetzt hatten wir 900.000. Gleichwohl bedeutet das, dass das Aufkommen an Kreuzfahrtschiffen, es sind ja so rund 200 Anläufe, und die daraus entstehenden Emissionen 3% der gesamten Schadstoffe im Hamburger Hafen ausmachen. Das macht das nicht besser, möchte Ihnen aber gerne damit ein wenig einordnen, wie es sich verhält. Und da wird es Sie vielleicht auch nur ein wenig trösten, dass Hamburg wirklich auf dem Weg ist, Vorreiter zu werden für eine nachhaltige Kreuzfahrtmetropole. Da gibt es viele, die an einem Masterplan Cruise arbeiten, um landseitig und mit den Reedereien genau das Problem auch besser in den Griff zu bekommen. Da muss Hamburg definitiv auch noch mehr tun, will es aber auch. Bei dem Thema hätte ich sehr gern auch den Herrn Hackbusch einmal gehört. Wir haben ja als Hamburg einen Klimaplan verabschiedet, der besagt, dass wir bis 2030 unsere Schadstoffemissionen um 50% reduzieren wollen im Vergleich, ich glaube, vor 10 Jahren. Und wir haben einen dritten Terminal, wir haben über 220 Anlegungen von Kreuzfahrtschiffen, wir haben einen steigenden Ausbau von Direktverbindungen am Hamburger Flughafen und von der Nutzung des Hamburger Flughafens. Wie lässt sich sowas aus Ihrer Sicht gut vereinen? Das sind ganz viele Fragen. Ich versuche jetzt erst nochmal im Zusammenhang mit den Kreuzfahrtschiffen, weil es ist schon sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Die Zahlen. Die große Belastung der Kreuzfahrtschiffe kommt zugegebenermaßen nicht, wenn sie im Hamburger Hafen sind, sondern wenn sie auf Fahrt sind. Dann sind sie die riesigen Ausstöße, die dort an Schadstoffen vorhanden ist. Und es wird immer dieses Argument mit den 3% genommen. 3% der Schadstoffe im Hamburger Hafen. Wenn man sich das genau ansieht, sind das 200 Tonnen per anno Stickoxide. 200 Tonnen sagt jetzt fast niemandem was, aber das ist 10% dessen, was alle PKWs in Hamburg ausstoßen. Wenn man sich das nochmal überlegt, die sind aber nur ein halbes Jahr Saison, ne, das bedeutet ja schon 20%. Es betrifft vor allen Dingen solche Gebiete wie Ottensen, Wilhelmsburg, St. Pauli und so weiter, die vor allen Dingen davon betroffen sind. Und wenn man sagt, das ist also praktisch, dort sind ja nur 10% oder 20% der Hamburger Bevölkerung, stellt man fest, das ist die genau gleiche Belastung für diese Stadtteile wie sämtliche PKWs, die dort fahren. Und da wird dann plötzlich diese 3%, die sich so schön einfach anhören, zu einer richtigen Zahl, die die Belastung,
die diese Kreuzfahrtschiffe in Hamburg mit sich bringen. Und mit der besonderen, provokanten Situation, dass viele durchaus Landstrom nehmen könnten, aber nur ein einziges Schiff und das noch nicht mal immer macht. Das ist schon eine Frechheit. Und warum wir das akzeptieren, bleibt mir ein Rätsel. Und der Tourismus GmbH sagt im Zweifelsfall, lieber das Kreuzfahrtschiff hierher haben. Ich würde sagen, nee, wenn es Landstrom hat, muss es auch Landstrom benutzen und sonst dürfte es nicht hierher. Herr Hackbusch, wie lässt sich denn ein wachsender Tourismus mit den Zielen vereinbaren, dass wir eine Sustainable Smart City werden wollen in Hamburg? So heißt das so schön. Eine Stadt, die Wert auf Nachhaltigkeit legt, die Ansätze überall integrieren möchte, Schadstoffemissionen zu reduzieren und mehr erneuerbare Energien zu nutzen. Wie lässt sich damit ein wachsender Tourismus in Einklang bringen? Irgendwie müssen die Touristen ja hierher kommen. Jetzt geht es mir erstmal darum, um die zusätzlichen Zahlen, ob wir wirklich so viel dafür werben sollten, dass so viel zusätzlich kommen und das auch auf welchen Wegen. Und da will ich nochmal ein Beispiel nehmen, was mir als zweites große Probleme bereitet. Neulich auf der Reeperbahn wurde mir geschildert, dass es mittlerweile eben auch relativ häufig so ist, dass eben junge Gruppen, gerade aus Großbritannien, hierher kommen, Manchester mit großer Begeisterung, die dann darstellen, das war in einer Diskussion mit Freunden, die ich da hatte, die dann darstellen, dass es für sie günstiger ist, nach Hamburg zu fliegen, als nach London mit der Bahn zu fahren. Und sie dementsprechend dann nach Hamburg kommen. Ne, und das ist natürlich von allen Nachhaltigkeitsaspekten, die man überhaupt nur guckt, eine Katastrophe. Also was bedeutet das im Luftverkehr? Das müssen wir dringend verändern. Das darf nicht die normale Situation sein. Und wenn es Ihnen schon egal ist, ob Sie in London oder Hamburg feiern, nur dass es günstiger nach Hamburg zu kommen, ist das nicht dasjenige Tourismus und die Tourismusidee, die wir haben müssen. Und das Zweite, es ist einfach so, der Tourismus und diese Stadt lässt sich, die wächst ja nicht nachhaltig. Und das, wovon der Tourismus lebt, ist ja nicht so, dass es irgendwie nachhaltig sein kann, dass das nachwächst, sondern die Gefahr davon ist, dass wir etwas zerstören. Bestimmte Hinterhöfe, bestimmte kleine Clubs, bestimmte Sachen. Und das bedeutet, dass wir uns insgesamt vorstellen müssen, es muss beschränkt werden. Es geht mir nicht darum, dass kein Tourist mehr kommen kann, aber es muss beschränkt werden und genau überlegt werden, was man eben hier haben will. Bestimmte Kreuzfahrttouristen nicht, bestimmte Leute, die eben mit Billigflügern hierher kommen, finde ich auch nicht. Und in gewisser Weise muss es besser verteilt werden. Bestimmte Hotels sollten im inneren Bereich der Stadt nicht mehr gebaut werden. Frau Storon, Beschränkung, Verteilung, wie sehen Sie das für St. Pauli? Ich überlege gerade, wie man beschränken soll. Also an welcher Stelle man entscheidet, ob jemand hier rein darf und wer nicht. Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich muss aber zugeben, als der Flughafen Hamburg vor einigen Jahren voller Stolz berichtete, dass nun Ryanair direkt fliegt, haben wir auf St. Pauli alle gesagt, oh Gott. Weil St. Pauli war von jeher schon ein beliebter Ort für englische Touristen. Und es hat sich bewahrheitet, dass natürlich die Direktverbindung eines Fliegers, der das für 39 Euro abbildet, natürlich die Zahlen eklatant hat in die Höhe schnellen lassen. Nun erwarten wir demnächst einen Neubau eines Hostels unweit, also bei der Budapester Straße, einer englischen Hostelkette, und wir befürchten, dass das natürlich der Sache nochmal Auftrieb geben wird. Die Frage ist halt eben, braucht man einen runden Tisch? Also weil ich glaube nicht, dass Hamburg Tourismus entschieden hat im Namen des Flughafens Hamburg, dass nun Ryanair dort landet. Deswegen ist die Frage, an welcher Stelle kann man das auch diskutieren, auch mit den Protagonisten oder Stakeholdern aus den jeweiligen Quartieren, die das dann offensichtlich auch betreffen wird, was jetzt eben durchaus der Tourismus englischer Junggesellenabschiede betrifft. Also wir haben auf dem Spielbodenplatz jetzt die Regel eingeführt diesen Sommer, wer kein T-Shirt trägt, kriegt kein Getränk mehr. Also das ist... Okay. Herr Albertsen, wo lassen sich solche Entwicklungen diskutieren und wer entwickelt eigentlich Strategien und Lösungen für die Frage nach Beschränkung, nach Verteilung,
nach Direktflügen, Billigfliegern und Kreuzfahrtterminals. Im Prinzip sind wir jetzt angekommen in der Diskussion an der zentralen Aufgabe, vor der wir stehen in der Tourismusentwicklung. Aber nicht nur in der Tourismusentwicklung, sondern auch in der Frage, wohin soll sich unsere Stadtentwicklung zeigen. Wir sehen im Tourismus, dass der positive Einfluss, aber auch die Herausforderungen wachsen. Und wir sehen auf der anderen Seite weltweit, dass Metropolen wieder in einer Phase sind, wo sie insgesamt alle wachsen, weil die Bevölkerung in die Städten pilgern wieder. Und insofern ist es fast ein Naturgesetz, dass Hamburg weiter wachsen wird unter normalen Voraussetzungen. Der Zuzug wird zunehmen. Wir sind mittlerweile eine sehr attraktive Metropole, auch für die Ansiedlung von Unternehmen, auch mehr und mehr internationale Unternehmen. Wir haben die Situation, dass durch die wirklich fantastischen Initiativen im Wissenschafts- und Forschungsbereich mehr und mehr junge Talente auch hier studieren wollen. Das ist unsere Zukunft, das ist ein riesiges Potenzial und das zieht dann ganz normal auch dann wieder mehr Gäste nach sich, die dann insbesondere auch aus businessorientierten Gründen dann hierher kommen und auch aus freizeitmotivierten Gründen. Und insofern sehen wir es ganz wahrhaftig und ehrlich auch als unsere Aufgabe, Wachstum und Nachhaltigkeit und die Zustimmung dann im Umkehrschluss oder in der logischen Ableitung der Einwohner zusammenzudenken und zusammenzubringen. Da komme ich jetzt gerne drauf. Die Frage war, ob es ein bisschen konkreter geht. Wenn Herr Hackbusch eben formuliert, die negativen Auswüchse des Tourismus sehen wir im Vergleich mit den anderen Metropolen auch, dass wir gemeinsam mit der Politik und auch vielen Akteuren schon auch in gewissen Bereichen regulativ eingreifen müssen. Und das hat die Stadt zum Beispiel auch getan mit dem Wohnraumschutzgesetz. Das hat die Stadt jetzt auch auf den Weg gebracht, der aktuelle Senat, indem man mit den Bezirken, mit den einzelnen Stadtteilen sich genau angeguckt hat, welche städtischen Flächen haben wir beispielsweise, wo können wir auch ganz gezielt Hotels entwickeln oder eben auch nicht. Da sind mehr und mehr auch verschärfte Kriterien angelegt, um auch zu sagen, nein, an diesem Standort kann nur ein Hotel entstehen, wenn beispielsweise auch Wohnraum geschaffen wird, wenn beispielsweise auch Nutzungen mitgedacht werden, von denen auch die Hamburger denken. Und vielleicht abschließend dazu, das ist für uns die ideale Form einer touristischen Infrastruktur, eine Infrastruktur, beispielsweise ein Hotel, das eben nicht nur eine reine Bettenburg ist, in der dann die Gäste übernachten, sondern wo sie dann auch ins Café gehen können, wo sie einen Wäscheservice nutzen können, wo sie vielleicht sogar noch ein Theater finden und. Das sind Beispiele, an denen wir dran sind. Und im Übrigen, die Strategie muss ganz maßgeblich natürlich von uns mitgedacht werden. Und darum haben wir ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Und so entwickelt sich aber nicht von heute auf morgen, sondern so etwas braucht Zeit. Hamburg ist 2011 nicht Green Capital geworden, weil wir schon eine perfekte, nachhaltige Stadt waren oder sind, sondern weil wir uns auf den Weg gemacht haben. Und auf das Nachhaltigkeitskonzept kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Wir haben hier aber eine Frage, die schon etwas länger wartet, aus dem Publikum. Ihr Namen und Ihren Stadtteil bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Gutmann. Ich wohne in Altona und zwar zwischen Fischmarkt und dem Kreuzfahrtterminal tatsächlich. Oha. Ja, genau. Dem ein von dreien Kreuzfahrtterminals ja. Ich sehe das auch immer mit der sozusagen Nichtnutzung von Landstrom und mit der Nachhaltigkeit. Da bin ich mal gespannt. Und die Zahlen sollen ja auch steigen. Also da gibt es ja auch tatsächlich Senatsuntersuchungen und so oder Prognosen. Okay, also meine Frage ganz konkret, zum Beispiel oder wirklich auch an Hamburg Tourismus, an Herrn Albertsen, befürworten Sie und befördern Sie den Bau weiterer Kreuzfahrtterminals? Das ist ja schon angedacht, eines vierten und eines fünften Gas. Es gibt Überlegungen, ob es weitere Kapazitäten im Bereich der Kreuzfahrt braucht. Das ist noch nicht entschieden. Diese Frage wird auch sich gestellt, eben weil es die Frage zu klären geht, wie wird Hamburg zukünftig die Kreuzfahrtschiffe landseitig versorgen. Und da will man natürlich, ich sage mal, die bestmögliche, innovativste Technik. Und da muss man sich fragen, ob man die dann mit den Terminals abfertigen kann. Und Sie sehen ja, dass in der Hafen City schon ein neues Terminal gebaut wird. Das gilt es jetzt zunächst einmal fertigzustellen. Ich glaube, es ist 2022. Und ob es weitere Terminals geben wird, dazu wird im Hintergrund gerade auch fleißig diskutiert und analysiert. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Ja, mein Name ist Sabine Skorupa. Ich sage ganz artig, dass ich Hamburger Bürgerin bin und in Eimsbüttel wohne, aber dazu möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Ich bin freiberufliche Gästeführerin in Hamburg
Und es sind schon viele Dinge angesprochen worden, die haben sich jetzt auch schon erledigt, aber ganz wichtig, zu Herrn Hackebusch möchte ich sagen, danke, dass Sie das erwähnen, dass Dinge nicht reproduzierbar sind. Wir haben nur eine Grammer Amtsgasse, ein Michel und ein Rathaus. Es ist absolut traumatisch, was wir als Gästeführer manchmal erleben bei großen Anstürmen. Und Herr Albertsen, ich würde Sie bitten, ich habe mir an einer Stelle notiert, Sie haben gesagt, also an irgendeinem Zusammenhang, wir wollen ganz genau hinsehen, das ist natürlich rhetorisch gesagt, wir wollen hinsehen, was hier passiert, und ich würde Sie und Herrn Otremba bitten, auch wirklich mal genau hinzusehen, wirklich vor Ort zu sein. Also der Vorgänger von Herrn Otremba, Herr Albedül, den habe ich viel im Fernsehen gesehen mit Sektglas, wenn er die Zahlen gelobt hat und wieder mehr Übernachtungen und so weiter. Aber kommen Sie mal an den Hauptbahnhof bei Großveranstaltungen. Kommen Sie mal in die Kramer Amtsgasse. Also es ist ja so, wir verkaufen ein Produkt. Das Produkt heißt eigentlich Hamburg, und die Einzelprodukte sind ja zum Beispiel ein Stadtrundgang und eine Stadtrundfahrt. Und wenn so ein Produkt verkauft wird, und das möchte ich jetzt mal ganz konkret sagen, obwohl es jetzt gerade das Thema ist, dass wir gegen die Kreuzfahrttouristen wettern, aber diese Touristen haben ja auch ein Anrecht darauf, dass sie etwas sehen. Sie haben das ja gekauft. Und sie haben gekauft an Bord ein Produkt, das kostet 80 Dollar oder ich weiß nicht wie viel. Und dann stehen Sie da mit völlig überforderten Gästeführern, ich gehöre manchmal dazu, dass Sie so ein Lolli hochhalten müssen, und dann sollen Sie alle in die Kramer Amtsgasse, weil alle, die dieses Produkt gekauft haben, sollen dasselbe sehen. Und das können wir doch den Touristen auch nicht zumuten, das ist doch einfach nicht fair. Wir sind eine Kaufmannsstadt, hier werden Tanker und Containerschiffe per Handschlag verkauft, und das geht doch immer noch, ne? Unter Kaufleuten. Ja. Dann können wir das nicht machen. Ich finde, das können wir nicht machen mit Touristen. Und wir können auch, wir müssen da auch dran denken. Also wir müssen den Touristen gegenüber auch fair sein. Vielen Dank. Ja? Dann nehme ich mal zwei Fragen mit aufs Podium. Dankeschön. Die eine Frage wäre, machen Sie mal konkrete Beispiele, Herr Albertsen, wie Hamburg Tourismus denn genau hinschaut. Und die zweite Frage würde ich gerne auch an Herrn Hackebusch und an Frau Staron richten. Wie kann man denn das, was Hamburg ausmacht und was Hamburg schön macht und was die Touristen sich anschauen können, wie kann man das denn schützen? Vielleicht starten wir mit dem, wie Sie genau hinschauen. Ja. Also zunächst einmal ist festzuhalten, dass sich unsere Arbeit in den letzten 10 Jahren auch grundlegend verändert hat. In der Tat, ich durfte 2007 beginnen, war unsere Aufgabe in der Phase im Prinzip ausschließlich damit beschrieben, das Produkt Hamburg zu beschreiben, also Marketing zu machen und das schöne, glattgezogene Bild Hamburg in der Welt zu verkaufen. Diese Perspektive hat sich aus vollster Überzeugung und auch mit Blick auf die Erfahrung anderer Städte komplett verändert. Natürlich sind auch wir jetzt davon überzeugt, dass Wachstum etwas Gutes bewirkt für die Stadt, aber wir sagen auch, wir können nicht nur Hamburg beschreiben, sondern wir müssen auch stärker darauf Acht geben, dass die Qualität stimmt. Also wir müssen diese nach innen gerichtete Perspektive in die Stadt hinein zu den Bedürfnissen der Hamburger stärker auch ernst nehmen und uns damit intensiver auseinandersetzen. Dadurch, beziehungsweise nicht dadurch, sondern wie machen wir das? Indem wir auf der einen Seite diese jährliche Befragung sehr intensiv uns anschauen, wo sind die Schmerzpunkte der Hamburger? Und da haben wir insbesondere das Thema ja schon gehört, Veranstaltungsaufkommen, da gibt es zu viel, Verkehre und dergleichen. Das heißt, wir haben daraus abgeleitet einen Eventausschuss, den wir mit städtischen Institutionen zusammenführen und damit angefangen haben, jetzt mal überhaupt alle zentralen Veranstaltungsflächen transparent darzustellen und auch das Planungsverfahren transparent zu machen und somit auch ein Stück weit angefangen, das Veranstaltungsgeschehen zu bewerten und zu entzerren. Ein Anfang ist gemacht. Und was wir jetzt im letzten Jahr endlich umsetzen konnten, ist, dass wir auch eben unsere Organisationsstruktur jetzt anders aufgebaut haben, indem wir auch sogenanntes Destinationsmanagement, also qualitätsorientierte Initiativen, ganz stark in unserer DNA verortet haben und eben versuchen, Stadtteile außerhalb oder Bezirke außerhalb von Mitte auch stärker ins Auge zu fassen und damit die Gäste, die wir erreichen, über unsere Kommunikation auch stärker dafür zu begeistern, eben nicht nur sich die Kramer Amtsstuben anzuschauen, sondern auch mal den Weg nach Bergedorf oder ins alte Land oder auch nach Harburg zu bringen, um dann eben die positiven Effekte einer
florierenden Tourismuswirtschaft auch dort in die Stadtteile zu bringen. Und das hat dann viel mit Marketing und Kommunikation zu tun. Das hat aber eben halt auch viel mit einer insgesamt sehr ausbalancierten Konzeption zu tun, die da für die Grundlage ist. In die Stadtteile, nicht nur St. Pauli, nicht nur am Hafen, nicht nur die Hafencity, nicht nur Altstadt, Neustadt, sondern wird Harburg das neue Brooklyn, Schlagermove in Rahlstedt, Norbert Hackbusch, was macht das mit Ihnen, die Stadtteile noch mehr partizipieren zu lassen? Ja, ich denke, dass automatisch diese Stadtteile um einiges mehr berücksichtigt werden sollten, in dem Augenblick, wo wir sagen, dass in bestimmten Bereichen von Hamburg eigentlich eine Begrenzung jetzt eingeführt werden musste. Und deswegen ist mir nochmal wichtig, Herr Albertsen hat gesagt, Herr Tremmer macht das auch immer. Das ist schon auffällig. Sie werden natürlich gegenwärtig in der Hamburger Politik und auch vom Senat vor allen Dingen danach berücksichtigt, das habe ich schon gemerkt, wenn die Zahlen gut sind, das heißt mehr Touristen gekommen sind, dann werden sie kräftig gelobt. Ne? Und das ist natürlich, das macht mit ihnen auch was. Und sie sagen auch eben nochmal, was wir eigentlich brauchen an Kreuzfahrt-Terminals. Ne? Und was wir brauchen, wer bestimmt das? Das ist ja in gewisser Weise, wird man doch deutlich, es gibt mehr Nachfrage und das wollen wir dann in dem Augenblick auch erfüllen. Und ich finde, wir müssen einfach diejenigen mehr stärken und in dem Augenblick, wo wir sagen, die zentral belasteten Bereiche in der Stadt sollten einfach mehr Einflussmöglichkeiten haben. Das darf nicht ein Eventausschuss machen, der irgendwie unabhängig von der Politik irgendetwas bestimmt, sondern wirklich nur von den höheren Gremien sich irgendwie überlegt, wie kann man etwas verteilen. Das muss begrenzt werden und das muss auch mehr Einfluss gegeben werden. Und wenn ich so etwas höre wie das neue Hotel dort, bei mir um die Ecke, da im Schanzenviertel wird schon wieder ein Boardinghaus neu errichtet. Wir müssen doch einfach sagen können, da muss es bestimmte natürliche Grenzen geben. Das haben Sie doch auch eben sehr deutlich da dargestellt, wie das einfach so ist. Und dann würden automatisch ja nachhaltig in dem Augenblick andere Stadtteile dann auch berücksichtigt werden. Frau Stauber. Das ist ja ein relativ einfacher Mechanismus. Ich würde gerne direkt. Ich will noch eins dazu sagen, weil das mir auch sehr wichtig ist. Gerade die Hamburg Tourismus beachtet so stark darauf, dass aus der Kultur- und Tourismustaxe, die ja jeder Tourist, der in Hamburg kommt, bezahlen muss, dass dort 30-40% dieses Bereiches wieder dafür ausgegeben wird, dass wir für noch mehr Touristen werben in dieser Stadt. Also ich kann das ja verstehen, Herr Hackbusch, und ich finde das auch total legitim, dass Sie versuchen, mich ja immer in diese Ecke zu stellen, dass wir unser Wohlheil nur in dieser Zahl der Übernachtungen festmachen. Das ist aber de facto nicht. Und das wird auch mit der erneuten Wiederholung in dieser Diskussion nicht so sein, sondern wir haben schon einen durchaus differenzierten Blick auf den Erfolg, ob wir ihn nun erzielen oder nicht. Und der reduziert sich eben nicht nur auf die Anzahl der Übernachtungszahlen oder Gästezahlen, sondern insgesamt auf die Frage, gelingt es uns, jetzt mehr und mehr auch qualitätsorientierte Themen zu entwickeln. Und da habe ich nämlich jetzt die Brücke auch zu der Kultur- und Tourismustaxe. Ein Großteil dieser Mittel fließt eben nicht in Werbekampagnen mit Ryanair, sondern fließt in eine qualitätsorientierte qualitätsorientierte Initiativen, indem wir beispielsweise die Barrierefreiheit in der Stadt erhöhen, sichtbar machen, indem wir tatsächlich auch die Stadtteile stärker bewerben und sichtbar machen, indem wir Netzwerke fördern und Qualitätsinitiativen in der Stadt ausbauen, um insgesamt diesem Thema Nachhaltigkeit, Balancing Tourism mehr Raum zu geben. Und das ist dann schon ein ganz wichtiger Zusammenhang. Frau Staron, wer entscheidet denn in St. Pauli, wie sich der Tourismus entwickelt? Und was haben Sie eigentlich von der Tourismusabgabe? Nix. Nee, nach St. Pauli fließt bisher nach meinem Kenntnisstand gar nichts. Vielleicht mal in Einzelprojekte, da ist es dann aber unbekannt. Es gab vor vielen Jahren mal eine Initiative aus dem Stadtteil, das war die Kurverwaltung St. Pauli. Mhm. Die wollten eine Kurtaxe für St. Pauli einführen, aus gutem Grund, weil St. Pauli auch damals schon der höchstbelasteste Teil Hamburgs war, was Tourismus betrifft, und immer so wenig da hängen geblieben ist, zumindest bei der Bevölkerung. Man ahnt es ja nicht, es ist nach wie vor einer der ärmsten Stadtteile der Stadt. Das mag man gar nicht glauben. Und es ist auch bitter vor dem Hintergrund, wie die Anwohnerschaft da auch belastet ist. Also ich habe so viele Dinge im Kopf, weil hier sind so viele Sachen gesagt worden, davon von dem Müll am Elbstrand, der definitiv nicht von den Gästen kommt, sondern von den Hamburgern, also wo wir wieder beim Grundverhalten sind, wie gehen wir eigentlich mit uns um, wie gehen wir mit unserer Stadt um, wo Müll aufkommt, was mit dem ganzen To-Go-Geschäft zu tun hat, warum kann man nicht Betriebe
mir stärker belasten, die mit To-Go Geld verdienen, also sprich den Müll auf die Straße tragen. Warum müssen die keine Abgaben bezahlen dafür, damit das nicht mehr so attraktiv ist? Also was. Aber nochmal zu dem Thema Tourismus. Also es gäbe ja vielleicht Stellschrauben. Wir arbeiten auf St. Pauli gerade daran, ein Pfandsystem für St. Pauli zu entwickeln, weil wir die besondere Belastung haben eines Glasflaschenverbotes, weswegen wir in den Sommermonaten von Einwegplastikbechern überschwemmt werden. Ja. Tausende liegen dort rum. Nun ist es die Kunst, die Gewerbetreibenden zusammenzubekommen, dass die dann auch mitmachen. Aber auch das haben wir alles am Wickel. Also wir selber versuchen oder haben die letzten Jahre versucht, auf Dialog zu setzen. Dialog mit auch unseren Gästen. Wir haben eine Willkommenstüte entwickelt, wo die 10 Grundregeln für St. Pauli draufstehen. Wo auch draufsteht, dass man eben nicht in die Vorgärten zu pinkeln hat und dass man auch die Damen nicht zu fotografieren hat, die an der Davidstraße arbeiten. Und die schweren Jungs. Und die schweren Jungs, die haben, ja. Die lassen sich eh nicht fotografieren. Aber sowas, wir haben mit Kampagnen darauf reagiert, als es die sexuellen Übergriffe gab an Silvester und so weiter. Wir haben also immer auf Dialog gesetzt. Ich bin der Meinung, darum geht es auch. Es geht auch darum, dass wir in den Quartieren im Dialog bleiben, dass wir mit unseren Gästen im Dialog bleiben, dass wir mit den Gremien im Dialog bleiben. Wenn man uns denn einen Ort gibt, dass wir auch Gehör finden zumindest, dann ist das auf jeden Fall das Wichtigste. Wo man aber manchmal dann ratlos ist, und das hat dann tatsächlich in dem Fall auch manchmal weniger mit Hamburg Tourismus und den Marketingkampagnen zu tun, als dass wir eine Gewerbefreiheit haben. Und wenn es Agenturen gibt, die Junggesellenabschied.de heißen und natürlich auf dem freien Markt in Deutschland weit eben Junggesellenabschiede mit vorgefertigten Bauchläden vermarkten und damit die Leute auch hierher zu schaffen, dann weiß ich persönlich nicht, wo man da regulieren soll an der Stelle. Wenn man ein Hostel, dann ein neues Hostel in St. Pauli genehmigt und baut, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines von Ryanair-Touristen ja höher. Ja, es war sehr unglücklich, weil eigentlich hatte die Superbude dort den Zuschlag bekommen, aber ganz kurz bevor die Verträge unterschrieben wurden, hat es ein anderer Betreiber bekommen, was uns sehr geschockt hat, weil wir uns auf die Superbude dann tatsächlich eher gefreut hatten, weil das auch zu St. Pauli gepasst hätte, auch an der Stelle, weil sehr viel mehr hätte man da wahrscheinlich nicht entwickeln können. Aber Herr Weizen, das sind doch die Stellschrauben, dass man sagt, was baut man da? Das ist genau der Punkt, den ich ansprach. War die Saga, die hat es verkauft. Ja. Wer? So. Saga, das Saga verkauft. Da das bleibt dann bitter. Bei uns auch ein Fragezeichen zurück. Frage, wo ist Herr Otemra? Genau. Herr Otemra ist heute leider verhindert. Kurzfristig verhindert einen Termin, den er nicht absagen konnte. Er hatte, aber Herr Alberts ist ja nun wirklich. Also. Aber Herr Albertsen ist doch auch da. Er sagt es ihm alles weiter, glaube ich. So schlecht, was wir heute hier erfahren. Genau. Wir sind auch froh, dass Herr Albertsen Herr Ostember heute vertritt. Ich hoffe doch. Und uns Rede und Antwort steht. Aber wir hören, der Tourismus ist nicht nur in St. Pauli und ist nicht nur in Hamburg ein Problem und eine Herausforderung. Wie sieht es anderswo aus? Die ARD-Korrespondenten berichten aus Barcelona, Venedig und Amsterdam. Vor Jahren zu viel geworden. Seit 2011 kostet es 150 bis 500 Euro Strafe, vom Stadtstrand aus im Bikini oder gar oben ohne durch die Altstadt zu ziehen. Inzwischen sind die Probleme aber grundlegender. Investoren, die Wohnungen lukrativ per Airbnb vermarktet haben, haben die Preise für Wohnraum in die Höhe getrieben. Mittlerweile ist das in der Innenstadt von Barcelona verboten. Spezielle Ermittler setzen dieses Verbot durch. Trotzdem hat es im vergangenen Sommer wieder Demonstrationen von Altstadtbewohnern gegeben. Der Massentourismus krempelt unsere Viertel um, sagen sie. Mit Fastfood-Filialen und Modeketten verändert er das Gesicht und auch das Leben in der historischen Altstadt. Das Austauschbare zerstört unsere Identität, beklagen sich inzwischen immer mehr Einheimische rund um die Touristen-Hotspots von Barcelona. Reinhard Spiegelhauer, Barcelona. Venedig hat nach jahrelangen Diskussionen einen Strich gezogen. Ab September müssen Tagestouristen ein Eintrittsgeld von 3 Euro zahlen. Ab Anfang kommenden Jahres werden dann maximal 10 Euro fällig. Venedig, so der Bürgermeister, will damit den Jahr für Jahr wachsenden Touristenansturm besser bewältigen. Pro Jahr kommen 9,5 Millionen Besucher in die Lagunenstadt. Durch das Eintrittsgeld erwartet Venedig 30 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen. Die Mittel sollen zielgerichtet ausgegeben werden, unter anderem für bessere Stadtreinigung und mehr Polizisten. Venedig hat allerdings festgestellt, dass es nicht einfach ist, das Eintrittsgeld einzuführen.
Wegen organisatorischer Schwierigkeiten wurde der Start um ein halbes Jahr verschoben. Im Auftrag der städtischen Finanzverwaltung sollen künftig Bahn-, Bus- und Fährunternehmen das Eintrittsgeld kassieren. Jörg Seiselberg, Rom. Amsterdam ächzt unter dem Massentourismus. Auf die rund 800.000 Einwohner kommen jährlich etwa 18 Millionen Touristen, Tendenz steigend. Vor allem im historischen Stadtkern sorgt das für Enge, Lärm und Schmutz. Die Stadt will das Zentrum daher entlasten, mit verschiedenen Maßnahmen, die entweder schon greifen oder noch umgesetzt werden. Der Hafenterminal, an dem jährlich mehr als 2000 Kreuzfahrtschiffe anlegen, soll in eine andere Gemeinde verlegt werden. Die Grachtenboote dürfen ihre Passagiere künftig nur noch außerhalb der Stadtmitte ein- und aussteigen lassen. Auch Reisebusse sollen aus dem Zentrum verbannt werden. Außerdem wird die Tourismussteuer erhöht und die Vermietung von Wohnungen über die Plattform Airbnb auf 30 Tage pro Jahr beschränkt und in manchen Stadtvierteln komplett verboten. Und gegen Randale und Vandalismus will die Polizei härter vorgehen. Ein Vorschlag hat bislang allerdings noch keine Mehrheit gefunden, nämlich der für den Zugang zum Rotlichtviertel de Wallen Eintritt zu verlangen. Aus Amsterdam, Ludger Katzmetzer. Julia Starrott, wie ist es? Irgendwie, man steht am Millerntor, 5 Euro, dann dürft ihr rein. Ja, also ich hatte ja vorhin die Kurtaxe erwähnt, die finde ich eigentlich ganz charmant. Die ist natürlich, die gibt es auch, aber die ist freiwillig. Wenn man eine Stadtführung bei der Kurverwaltung bucht, dann gehen die Einnahmen tatsächlich für gute, für kulturelle und soziale Projekte auf St. Pauli zurück. Aber Eintritt zu nehmen, dann sind wir ja tatsächlich komplett in der Wahrnehmung des Fahrgeschäfts angekommen. Also das ist eigentlich das, wo ich immer manchmal das Gefühl habe, das war, wo ich die Jahre über gekämpft habe gegen die Bierbikes, weil das war tatsächlich so ein touristisches Angebot, wo in meiner Welt zumindest St. Pauli zu einer Kulisse verkommen war. Und wir haben zwar erfolgreich die Bierbikes unterbinden können, jetzt heißen sie aber Sportbikes und sind ein bisschen umgebaut worden und die Leute trinken halt nicht mehr Bier aus dem Hahn, sondern aus der Dose. Also es ist, das Aufkommen ist niedriger geworden, weil offensichtlich die Gruppen, die dieses in der Reihe sitzen, nicht so toll finden. Dafür haben wir jetzt aber Kutschen, Pferdekutschen, die bisher nicht verboten werden können, weil offensichtlich die Kutschfahrt an sich erlaubt sein darf. Also das heißt, also Eintritt wäre für mich tatsächlich museal oder eben, wie gesagt, ein Fahrgeschäft auf dem Dom. Da hätte ich einfach Schwierigkeiten an der Stelle. Wir hören es aus den anderen Städten überall, wo man auch über Tourismus klagt und unter zu viel Tourismus ächzt, taucht immer ein Firmenname auf. Airbnb, diese private Vermittlung von privaten Wohnungen. Da gab es jetzt eine Regelung. Es gibt Berichte von Menschen, die wegen Eigenbedarfs hier in Hamburg gekündigt wurden, rausgeflogen sind und die haben dann ihre Wohnung bei Airbnb gefunden. Ein paar Wochen später sozusagen. Es gibt jetzt eine Regelung, Airbnb-Anbieter müssen sich anmelden. Natürlich sowieso müssen sie alles versteuern. Norbert Hackbusch, ist das die Lösung? Ich glaube noch nicht, dass es die Lösung ist, aber wir sind mal gespannt, welche Auswirkungen das hat. Ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass man dieses extra ins Auge fasst und sich auch genau überlegt, wie das ist, weil es natürlich, wollen wir sagen, gerade in unseren Stadtteilen, meinetwegen St. Pauli, Schanze und so weiter, sehr begehrt ist, das in der Art und Weise zu machen, natürlich auch sehr lukrativ ist. Und das muss natürlich begrenzt werden, weil wir in der Lage sein müssen, dort praktisch weiterhin wohnen zu können. Deswegen Begrenzung von Airbnb, Begrenzung von weiteren Hotels, die dort gebaut werden. Das sind schon mal wichtige Maßnahmen, nicht um den Tourismus wirklich völlig auszuschließen, sondern um den Tourismus in gewisser Weise ja auch zu regulieren, um sie dorthin zu bekommen, wo er dann in gewisser Weise vernünftig ist. Und eine wichtige Maßnahme wäre mir auch so etwas wie, wir haben im Schanzenviertel unheimlich viel für so etwas gekämpft, dass man überhaupt öffentliche Toiletten mal hat. Mhm. Und zwar öffentliche Toiletten. Das ist einfach schon ein einfaches, wichtiges Mittel. Wir haben ja, früher gab es viel mehr in dieser Stadt und die sind abgeschafft worden. Wir haben jetzt mittlerweile öffentliche Toilette, die eben auch frei benutzbar sind. Und das hat jedenfalls in der Situation Schulterblatt und Sternschanzenbahnhof schon zu einer Verbesserung der Situation geführt. Aber das ist ein unendlich langer Streit, den wir als Anwohner dort gemacht haben, um das praktisch durchsetzen zu können. Mhm. Dafür mal wegen Teile der Kultur- und Tourismustaxe nutzen zu können für das, was die Anwohner vor Ort brauchen, auch als Ausgleich, ist normal und ganz wichtig. Und nochmal zu den Tourismuszahlen und wer sich wie benimmt. Das wissen wir ja alle nicht, ob das die Hamburger sind oder die
Touristen. Aber klar ist natürlich, wir wissen immer, es gibt einen bestimmten Prozentanteil, der sich schlecht benimmt. Und wenn diese Zahl unheimlich hoch wächst an zusätzlichen Leuten, ist auch der Anteil dessen und der Leute, die sich schlecht benehmen, wachsen aufgrund dessen. Und dann muss man nicht lange diskutieren, sind es ein Hamburger oder Auswärtige, sondern das in gewisser Weise zu regulieren. Und wenn wir da auf einen Nenner kommen, ich bin begeistert. Ich habe heute noch einen Anruf bekommen von der Airbnb-Zentrale. Die haben von unserer Veranstaltung Wind bekommen und da stand auch Airbnb. Und die haben gesagt, nein, wir sind doch die Guten. Wir sind im Dialog mit den Städten, auch jetzt gerade mit der Regelung. Herr Albertsen von der Tourismus, Hamburg Tourismus GmbH, ist das so? Sind die gesprächsbereit? Ist Airbnb der Bad Guy? Welche Rolle spielt der Faktor Airbnb bei Ihren Überlegungen? Na, insgesamt sehen wir, dass dieses Phänomen Sharing Economy, also dass man alle möglichen Dinge oder Elemente des Lebens teilen möchte, halt einfach auf dem Vormarsch ist. Und dazu gehört eben halt auch das Vermieten von privatem Wohnraum. Ich finde, Herr Hackbusch hat das gerade völlig richtig gesagt. Und das ist auch unsere Position, dass wir sagen, wir müssen dort gewisse Regelungen treffen, die den Wohnraum für die Hamburger schützen. Das ist ganz eindeutig und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir da die Bedürfnisse der Hamburger über die Bedürfnisse der Gäste stellen. Denn die Gäste in der Tat suchen dieses individuelle Erlebnis immer mehr und immer stärker auch in privatem Wohnraum. Und da muss genau das passieren, was Sie im Prinzip auch gefordert haben, nämlich dass man das, was man hat, schützt und auch sagt, bis hierhin noch nicht weiter. Ich glaube, wir haben in Hamburg rund 940.000 Wohnungen, wenn ich mir das heute nochmal richtig angeschaut habe. Und bisher knapp 9.000 Inserate auf privaten Ferienwohnungsportalen. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich möchte das nur auch für Sie einordnen wieder, welche Dimension das aktuell hat. Und insofern begrüßen wir das sehr, dass man da Anfang des Jahres auch eine Novellierung des Wohnraumschutzgesetzes vorgenommen hat. Denn das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe eine Zeit lang in Barcelona und auch in London gelebt. Das macht was mit den Menschen in der Stadt und auch mit dem Leben in der Stadt, wenn man dann in der Nachbarschaft diesen Durchlauf oder diese vielen anderen Gesichter sieht. Da ist das normale Leben nur schwer möglich. Das kann nicht das Ziel von Hamburg sein. Wer von Ihnen war denn schon mal in Barcelona? Ja. Und welche Erfahrungen haben Sie denn als Tourist vor Ort gemacht? Was würden Sie sagen, kann man als Empfehlung mit für Hamburg nehmen aus Barcelona? Oder was würden Sie hier in Hamburg gerne anders machen? Sie können auch gern ein Beispiel aus Venedig oder Amsterdam bringen, wenn Ihnen das einfacher fällt. Ja, okay. Aber es waren ja sehr viele Menschen aus Barcelona, also in Barcelona. Das ist ja so viel, der Tourist zerstört, indem er findet. Mein Name ist Bodo Erhorn, ich wohne im Bezirk Eimsbüttel, den Stadtteil nenne ich ihn lieber nicht. Und was? Weil wir dort keinen Tourismus haben wie hier. Ich möchte eigentlich mal wissen, wie viel Tourismus verträgt die Stadt? Darüber sind wir uns auch gar nicht im Klaren. Haben wir jetzt eine Grenze erreicht oder wollen wir noch mehr? Wie ich denn Herrn Herrn Albertsen höre, wollen wir diesen Tourismus noch ausbauen? Also wir wollen mehr Tourismus. Welchen Tourismus wollen wir denn eigentlich? Touristen sind doch nicht alles nur, wie wir das hören, das ist immer so gleichförmig. Mhm. Wir haben einen Kreuzfahrttourismus. Ich weiß nicht, ob das das große Problem ist. Wir haben einen Allerweltstourismus. Die kommen vielleicht auf die Reeperbahn. Das ist vielleicht, wenn man übertrieben gesagt, ein Sauftourismus ist dabei. Vergnügungstourismus, sagen wir Vergnügungstourismus. Wir haben Kulturtouristen. Hier drüben haben wir sie. Ich denke, Hamburg sollte auch viel mehr tun, um das Kulturelle für Touristen attraktiv machen und nicht nur sagen, wir haben Tourismus, die auf den Fischmarkt gehen und die in die Stadtteile gehen. Wir müssen anderen Tourismus haben. Wir müssen die Werbung auch differenzieren. Welchen Tourismus wollen wir denn? Die Kreuzfahrer sind doch nicht das Problem. Die übernachten auf dem Schiff und fahren weg. Vielleicht kaufen sie etwas ein, aber sie belasten die Abende nicht. Vielen Dank. No. Die zwei Fragen würde ich jetzt gerne direkt aufs Podium nehmen und vielleicht der Reihe um einmal stellen und Sie bitten, darauf ganz kurz zu antworten. Herr Hackbusch, haben wir die Grenze des Tourismus in Hamburg schon erreicht? Und welchen Tourismus wollen wir in Hamburg wirklich haben? Also ich denke, in den inneren Bereichen der Stadt haben wir die Grenzen erreicht.
Das ist deutlich zu spüren. Das kann man auch merken, dass das einfach an den markanten Punkten in dieser Stadt nicht mehr auszuweiten ist. Ich will auch mal deutlich sagen, Kreuzfahrttourismus hat Probleme für die Stadt. Also der, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, also wollen wir sagen, die Belastung der Luft durch die Kreuzfahrt ist einfach noch mal kräftig dazu. Und wir haben ja zweitens das Problem, dass die Stadt davon eigentlich in gewisser Weise gar nicht profitiert. Wenn, soll ja auch die Stadt davon profitieren. Das heißt, einen hochwertigeren Tourismus, in denen es dann auch vielleicht mal Arbeitsplätze gibt, die normal und gut bezahlt werden und nicht wie häufig gegenwärtig im Tourismus, also im Hotelbereich, wo man das Gefühl hat, dass auch noch schlechte Löhne dort gezahlt werden. Das gilt es in gewisser Weise aufzuweiten. Und das wäre so ein Kennzeichen davon, hochwertigeren Tourismus im inneren Bereich zu erreichen und dann so. Vielen Dank. Frau Staraun. Ja, also auf St. Pauli hat man immer das Gefühl, Freitag, Samstag, Abend ab 22 Uhr ist auf jeden Fall jede Grenze erreicht. Ich weiß von Gewerbetreibenden, dass sie sich wünschen würden, würde sich das ein bisschen mehr über die Woche verteilen, wenn nicht alles nur am Freitag, Samstag stattfände. Man kann eigentlich seinen Betrieb kaum aufrechterhalten, wenn man nur in der Regel sogar nur samstags sein Geld verdient. Also uns, ich glaube, vielen wäre es lieb, würde sich die Auslastung insgesamt etwas besser verteilen. Das wäre, glaube ich, für Anwohner auch toller, wenn nicht alles nur am Samstag sich da stapelt. Ich weiß aber nicht, was hochwertig ist, was das heißt. Also klar wünschen wir uns, wie ich glaube, jeder andere aus der Stadt auch, dass Menschen uns besuchen, weil sie sich für uns interessieren. Und weil sie mit uns in den Dialog treten wollen. Ich glaube, das ist ein Tourismus, den wir uns wünschen. Und das dürfen Gruppen sein, das dürfen Individualreisende sein. Die dürfen auch mal in einem Bus sitzen und meinetwegen auch in einem Kreuzfahrtschiff, wenn es denn ökologisch nachhaltig ist. Aber ja, also Gäste, die hierher kommen, nur um sich zu besaufen und gar kein anderes Interesse verfolgen, das ist, denke ich mal, nicht das, was wir weiter steigern sollten. Danke. Herr Albertsen, ist die Grenze des Tourismus schon erreicht? Ja, ich denke, Julia Storren hat gerade die Gästegruppen beschrieben, die man eigentlich gar nicht groß bewerben muss, weil sie tatsächlich vom Markt her nach Hamburg gebracht werden, sodass wir eher Schwerpunkt versuchen, auf Nischenthemen zu setzen und insbesondere auch internationale Gäste für Hamburg stärker begeistern wollen, aus Amerika beispielsweise. Und da sicherlich auch mit zum Beispiel dem neuen Kongresszentrum dazu beitragen wollen, dass wir Menschen für unsere Stadt begeistern, die etwas länger hier bleiben und beispielsweise auch eine Art Wissenstransfer in die Stadt bringen. Denn ein neues Kongresszentrum und das Messezentrum mit neuen Kongressen bringt auch ganz viele spannende Themen in die Stadt, von denen dann die Stadt wieder auch profitieren kann. Das ist in der Kürze schwer zu beschreiben, aber das heißt also, das Kongressgeschäft ist für uns ein großes Potenzial, weil international dann Hamburg eine Chance hat, qualitativ und nicht in der großen Quantität zu wachsen. Das ist unser Streben und natürlich sitze ich auch hier und stehe für die Tourismuswirtschaft mit dem Ziel auch, dass wir ein qualitätsorientiertes Wachstum anstreben. Wir haben dazu auch eine Analyse gemacht, um daraus auch Handlungen abzuleiten. Und Hamburg hat das Potenzial, und ich sage das Potenzial, nicht das Ziel von uns, hat das Potenzial, die Übernachtung dann bis 2030 in einem Wachstumskorridor von jetzt 14,5 auf knapp 18 bis 21 Millionen Übernachtungen zu steigern. Also die Grenze ist noch nicht erreicht. Das ist ja fast eine Verdoppelung. 50% dazu. Das ist keine Verdopplung. Und wenn wir jetzt uns die Intensitäten, die Besuchsintensitäten in anderen Städten anschauen und das mit Hamburg vergleichen, dann werden wir selbst dann, wenn dieses Wachstum eintritt, in diesem Wachstumskorridor noch nicht die Belastung oder Intensität in der Stadt haben, wie sie jetzt schon beispielsweise in Frankfurt oder auch Köln vorherrscht. Das nur mal zum Vergleich. Gut. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, meine Frage geht an Herrn Albertsen, Frank Filler. Ich wohne im Bereich Eimsbüttel, Sternschanze. Meine Frage geht dahin, wie viel Tourismus können wir vertragen? Jetzt konzentriert sich das aber im Laufe der Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben, stark auf St. Pauli oder sowas. Haben Sie schon mal angedacht, zum Beispiel solche schönen Orte wie den Ohlsdorfer Friedhof, den größten Parkfriedhof der Welt, oder Kalte Hofe in den Mittelpunkt des Tourismus zu erhöhen? Bloß nicht. Bloß nicht, sagt eine Dame, bloß nicht. Um das zu begrenzen. Vielen Dank für diese Anregung und die Idee.
Meine Kollegin Frau Glane hat das vorhin schon angesprochen. Die Körperstiftung hat dieses Jahr zusammen mit Zeit Hamburg ein Projekt gestartet, das nennt sich Hamburg besser machen. In Kneipengesprächen und in Workshops haben wir Hamburger Bürger gefragt, wie man denn unsere Stadt noch besser und schöner machen kann. Und ein Top-Thema war das Thema Verkehr. Und ein Thema beim Verkehr war auch die Auswirkungen des Tourismus auf den Verkehr oder Vorschläge. Wir haben hier heute auch schon einige Vorschläge von Ihnen gehört, wo man den Tourismus noch hinleiten kann und wie Touristen auf eine sauberere Stadt stoßen können. Und eine Idee aus diesem Projekt, und da möchte ich gerne die Idee des Ohlsdorfer Friedhofs noch ergänzen, ist es, die Max-Brauer-Allee vom Verkehr zu befreien, zu begrünen, mit Kulturstätten und Cafés zu versehen und den Bahnhof Altona als neues touristisches Ausgangs-Hotspot zu etablieren. Eine weitere Idee war es, die Elbchaussee mit Stadtradstationen zu säumen und so den Radtourismus mehr durch die schönen wilden Gegenden zu leiten. Die Menschen an den Ohlsdorfer Friedhof bringen, in die Elbchaussee und an den Bahnhof in Altona. Ist das die Lösung für den Hamburger Tourismus in 2030? Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber es sind denn doch in jedem Fall gute Vorschläge, oder? Ja. Und ich überlege gerade noch die ganze Zeit, wie es mir gelingen kann, Sie ein wenig stärker auf meine Seite zu ziehen für meine Position, wenn ich ehrlicherweise bin. Ich möchte Ihnen gerne eine Sache noch mit auf den Weg geben. Wenn wir über Lösungen für die Entwicklung sprechen, habe ich ein Regulativ, auf das ich ganz groß setze, und das sind tatsächlich Sie selbst. Weil wir haben doch in der Geschichte der Stadt, auch in jüngster Geschichte, immer wieder gehört, dass die Hamburger selbst auch sehr lautstark und sehr klar, auch politisch vertreten, Dinge wollen oder eben halt auch nicht wollen. Und das stärkste oder das leuchtstärkste Synonym dafür ist im Prinzip doch die Seilbahn über die Elbe gewesen. Da haben doch die Hamburger entschieden zu sagen, nein, wir wollen hier kein Disneyland. Im Übrigen auch unter Zustimmung vieler aus der Tourismuswirtschaft, weil diese Perspektive, Hamburg zu verkaufen zu einem Disneyland, das kann wirklich nicht unser Ziel sein und ist auch nicht unser Bestreben. Und vielleicht gelingt es mir dann doch, dass Sie mit der einen oder anderen differenzierten Perspektive heute dann auch nach Hause gehen und sagen, naja, so, ja, das mit dem Wachstum, was macht das mit unserer Stadt? Aber die da im Tourismus haben das zumindest ein bisschen im Blick. Das wäre mir wichtig. Wachstum, ja, aber Touristen willkommen, ja, aber. Also es gibt schon gemischte Gefühle, das haben Sie auch, Herr Albertsen, mitbekommen hier im Podium und unter den Hamburgern. Man spürt den Druck im Tourismus. Wir beobachten das weiter. Die Hamburgerinnen und Hamburger werden das weiter beobachten, wie die Stadt wächst und auch touristisch wächst. Wir wollen ja gute Gastgeber sein, das glaube ich, das wollen wir. Ist die Frage, für wen wir gute Gastgeber sein wollen. Und vielleicht sind die Behörden ja auch dann in der Lage, Hotels zu genehmigen, die dann auch die Menschen beherbergen können, die bei denen wir besonders gern Gastgeber sind vielleicht. Das war das Kulturjournal-Spezial heute in unserer Reihe Hamburg 2030 aus dem Körperforum mit Eva Nemela und Daniel Kaiser. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.